Aloha und herzlich willkommen in der Engel-Lounge. Mein Name ist Stefanie und ich begleite Menschen dabei, die beste Version von sich selber zu sein und ihre wirkliche innere Bestimmung zu finden, warum sie hier auf dieser wundervollen Erde sind, ihr Potenzial und ihre Kreativität zu entfalten. Mit der folgenden Meditation lädt Erzengel Raphael dich ein, dich in einen Kreis der Engel zu begeben, in dem ganz viel Heilung geschehen darf und ganz viel Transformation vonstatten gehen wird, so du dies möchtest. Ziehe dich also an einen ungestörten Ort zurück, setz dich bequem hin. Oder vielleicht fühlt es sich für dich besser an, dich hinzulegen, damit du dich wirklich ganz in diesen Heilungsprozess hineinbegeben kannst. Atme ganz tief ein und mit dem Ausatmen schließt du deine Augen. Ziehe dich zurück in deine Mitte. Atme ganz tief und entspannt ein und aus. Du spürst, wie du mit jedem Atmen dich mehr und mehr entspannst. Stell dir nun vor oder fühle sogar, wie du dich in einem Kreis umgeben von Engeln befindest. Das ist eine wirkliche Vielzahl von Engeln, die dich jetzt bei deinem Heilungsprozess begleiten möchten. Allen voran lade Erzengel Raphael und Erzengel Michael ein, aber auch Mutter Maria und die anderen Erzengel stehen dir bereitwillig zur Seite. Erzengel Michael und Erzengel Raphael treten nun aus dem Kreis der dich umgebenden Engel heraus und stehen nun entweder neben deinem Stuhl oder neben deinem Bett. Sie beugen sich über dich. Und wenn du bereit bist, beginnt deine Transformation. Schau einfach, was jetzt passieren möchte. Vielleicht bewegen die Engel ihre Hände ganz langsam oder auch schneller über deinen Körper. Vielleicht bearbeiten Erzengel Raphael und Erzengel Michael nur eine ganz bestimmte Körperstelle. Das ist ganz individuell. Visualisiere, sehe oder fühle, was jetzt geschieht. In jedem Fall lösen die Erzengel alte Blockaden, wenn nicht sogar karmische Verbindungen auf. Und transportieren diese, die du vielleicht als dunkle Energiewolke wahrnehmen kannst, über dein Scheitelchakra und über deine geöffneten Fußsohlen nach außen. Bleibe so lange in dieser Heilungsenergie und schaue so lange zu, bis dein Heilungsprozess für den Moment abgeschlossen ist. Wenn du magst, kannst du diese Audiodatei auch anhalten, wenn du das Gefühl hast,
dass da noch mehr bei dir im Gange ist, lass die Erzengel einfach machen. Sei offen, gib dich hin dem, was jetzt geschehen möchte an Heilung und Transformation. Und wenn du das Gefühl hast, dein Prozess ist für diesen Moment, für diesen Tag abgeschlossen, bedanke dich bei den Erzengeln, bedanke dich bei dem Kreis der dich umgebenden Engel. Atme ganz tief und bewusst ein und aus. Nimm jetzt deinen Körper wieder wahr. Vielleicht möchtest du dich auch dehnen und strecken und komme dann ganz bewusst wieder zurück ins Hier und Jetzt. Öffne deine Augen und nimm deine Umgebung wieder wahr. Wie gesagt, kannst du diese Meditation in den kommenden Tagen so oft machen, wie es sich für dich richtig und gut anfühlt. Wenn du möchtest, freue ich mich, wenn du auf meine Website kommst, www.stephaniemarketant.com, und dich auch in meine Newsletter einträgst für regelmäßige Inspirationen, Meditationen und Kreativitätsimpulse. Lebe liebevoll, wild und kreativ. Namaste.